Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und hinter mir seht ihr einfach den Google schlecht bewertesten Skatepark. Ich dachte nämlich tatsächlich, der sieht eigentlich ganz gut aus auf Bildern und sonstiges. Und ach, so schlimm kann er da gar nicht sein. Ich schaue ihn mir mal an. Irgendwie sieht das alles so aus. So auf dem Bild sieht es gar nicht so schlecht aus. Aber fahren ist einfach nochmal was komplett anderes. Ich zeige euch einfach mal warum. Eigentlich hat man hier eine wunderschöne Rail ab. Normal und dann wieder einen Downrail. Schaut eigentlich super aus, ist aber kompletter Müll. Sie ist einfach aus Alu und rutscht überhaupt nicht. Als wir angekommen sind, hat hier gar nichts gerutscht. Wir haben hier so viele Schichten Wachs raufgepackt und es stockt trotzdem die ganze Zeit durchgehend. Es ist, also man geht wirklich mit einem komischen Bauchgefühl daran, wenn man da irgendwas macht. Aber Leute, ich zeige euch das einmal kurz. Also es funktioniert auf jeden Fall, es ist aber überhaupt nicht schön. Also wirklich überhaupt nicht. Und das ist auch den ersten Grind, den ich tatsächlich gemacht habe, ich bin komplett hängen geblieben, weil ich dachte, es funktioniert. Leute, falls ihr hier den Boden seht, das ist einfach nur kompletter Asphalt. Also jeder, der schon mal raufgefallen ist, weiß, dass es offene Knie geben wird. Das kann ich überhaupt nicht damit unterschreiben. Also nicht gut. Kommen wir einfach mal zum nächsten Ding. Wir haben hier eine Speng, wie auch immer ihr das nennen wollt, und eine kleine Box. Sieht eigentlich ganz cool aus, fährt sich auch gut, aber macht halt überhaupt keinen Sinn. Bei meinem ersten Sprung habe ich einfach vergessen, dass hier vorne noch die Landung von dem Rail ist. Und wenn man sich jetzt hier einfach mal den Übergang anguckt, das ist einfach eine komplette Kante und dann wieder halt auf Asphalt. Ich werde trotzdem jetzt nochmal versuchen, ein, zwei Kombis rüber zu machen. Ich gebe mein Bestes, ohne mich zu verletzen, weil hier will ich nicht hinfallen. So, das nächste Ding verstehe ich einfach. War was auf der Kamera. Und zwar, also, was ist das? Also, hier ist nichts und hier steht einfach so eine kleine Bank. Hier sieht man auch eine Riesendelle. Also, da hatte irgendjemand mal einen Ausraster. Und ja, also, was soll ich euch sagen, Leute? Ich mache da jetzt mal ein paar Dinger raus. Was auch halt geht, aber egal, ihr werdet sehen. Ey, das fühlt sich ganz, ganz komisch an, weil sobald ich rauf fahre, ist die Rampe gefühlt schon zu Ende. Also ich komme rauf, bam, bam, geiler Übergang und dann tick. Aber ein, zwei Dinger sollten wir eigentlich noch rausbekommen. Kommen wir auch einfach direkt zum nächsten. Und das ist das hier. Das ist so eine Curb, wo man hier so ein, ja, Art Rail-Cooping mäßig hat. Auf der anderen Seite ist es glatt. Wieder genau das gleiche, was wir da vorne haben. Bloß jetzt ist es einfach verbunden. Und zwar heute bin ich mit Jojo hier. Und was sagst du eigentlich zum Park? Das ist eigentlich der übelste Dreckspark hier. Es rutscht gar nicht. Du kannst gar nicht rutschen, gar nicht. Es rutscht nicht. Aber ja, mal gucken, ne? Probier mal einfach so irgendwie was. Ihr habt ja gesehen, man kommt hier so aus dieser Kante raus und es rutscht hier einfach nicht. Ich spiel den jetzt noch ein, zwei Mal. Ja, bin ich, bin nicht. Oh! Ihr habt es ja gesehen. Ganz eklig, dieser Skatepark hier. Ja. Ich weiß nicht, ob man das wieder gehört hat. Er hat ihn geschafft, aber man hat trotzdem dieses Klacken gehört. Zwar ist er einfach, wenn er hier Fibel gegrindet ist, ist er hier wieder einfach komplett hängen geblieben. Ja. Und zwar haben wir jetzt noch zwei Sachen hier und das ist einmal diese Quarter to Bang. Ich bin ehrlich, die Quarter ist an sich eigentlich relativ gut, also wirklich, aber dass man da dann wieder so rüberspringen muss und sonstiges, es ist halt wieder so ein komisches Ding. Man kann sich beschweren, ja, meiner Meinung nach ist es halt nicht gut. Also für Leute, die Bock auf sowas haben, ist es vielleicht perfekt,
meiner Meinung nicht. Mach trotzdem noch ein, zwei Dinge. Ich finde es komisch zum Abspringen, dafür, dass ich damals Parkfahrer war, müsste ich eigentlich sowas fahren können. Und ich bin sowas auch damals gefahren. Und ich finde es nicht gut. Auf jeden Fall war es das mit dem Video. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich schaue mal, was wir als nächstes machen. Und ich habe ein paar coole Dinge auf jeden Fall vor. Darum, wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Haut rein. Peace out. Tschüss.